Ja, meine Lieben, willkommen zurück bei Assassin's Creed China! Wir stellen uns gerade ein bisschen noobig an hier vorne an dem Stück. Ich habe zwar ganz easy hier vorne in dem Abschnitt schon das Animus-Fragment bekommen, aber ich würde jetzt sagen, ich fasse jetzt mal das Ganze ein bisschen kürzer hier zusammen, was hier gerade so passiert ist. Ich habe nämlich hier 5 Minuten lang versucht, als Schatten durchzukommen. Bis nach ganz oben, bis oben ans Rad, aber das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich komme zwar bis oben, aber in dem letzten Vieh sterbe ich einfach. Und gut, dann habe ich gedacht, Mensch, dann ist es halt mal nicht Schatten. Auch wenn ich es jetzt hier gerne gezeigt hätte bis zum Ende durch als Schatten, aber was willst du machen? Dann machen wir es halt als goldene Assassine wenigstens. So. Hier erstmal soweit eigentlich alles tutti. Hier unten war das Animus-Fragment. Alles kein Problem. Aber dann hier oben die beiden Jungs, die das Rad bewachen, was wir betätigen müssen. Die sind echt hart. Also die gehen mir echt voll auf die Zwiebel. Kann man mal so sagen. Also ich weiß nicht. Der hier macht mich fertig. Aber der geht eigentlich noch. Aber der andere, da kannst du nicht... Zeigen wir mal sofort. Machen wir erstmal den tot. Verstecken den. So, verstecken den. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Hier, der. Der ist echt hart. Also an dem kommst du echt kaum vorbei. Und auch mit Knallkörpern oder was kommst du da schwierig bis gar nicht richtig vorbei. Ohne, dass du dann später wieder auffliegst. Dann habe ich gedacht, Mensch, Leute. Nee, komm, wir wollen ja auch mal weiterspielen, ne? Also so der Hardcore 100% Gamer bin ich jetzt nicht, dass ich das haben muss. Wir versuchen es mal jetzt hier auf dem guten Weg des Assassinen. Ich würde jetzt einfach mal gucken, ob wir den hier betäubt bekommen. Oder vielmehr tot bekommen. Weil er läuft ja hier quasi bis vor meine Haustür und dann sagt er Hallo und dann können wir ihn töten. Und dann ist es eigentlich kein Problem als Assassine, aber als Geist schon schwierig, schon tricky. Ihr könnt ja auch mal schreiben, also ich lese immer relativ häufig, dass Leute das Spiel spielen. Scheiße, das kommt ja echt nicht bis hier. Dass ich den da als Ghost platt machen kann. Ach ja, als aus dem Versteck platt machen kann. Ist ja echt Müll. Aber wir können es wenigstens hier hinhängen. Mensch! Lauf, Junge! Lauf, Forrest, lauf! Ich habe jetzt irgendwie Angst, mich hier zu bewegen, solange der hier noch rumrennt. So, okay. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Also man kann es halt schaffen. Dann bis hier, dann das Rad hoch. So weit war ich schon. Und dann habe ich panisch reagiert und habe es verkackt. Da war dann sehr schade. Weil war ziemlich knapp. Aber, Mensch. Das haben wir doch eigentlich auch sehr gut geschafft hier. Ungesehen, ungestraft, einfach durch. Was wäre Assassin's Creed ohne ein paar Leichen? Ne? Was wäre das schon? Dann wäre das ja Assassin's Creed China! So. Na cool. Wir laufen jetzt hier rüber. Haben auch Assassinen-Gold gekriegt. Wie vermutet. Und mussten leider die 2 Bobbys da platt machen. Schade, schade. Kriegen hier noch ein Animus-Fragment. Bahnen uns weiter den Weg hier. Voll die coole ist das. Kann sliden und jumpen. So, gehen dann hier weiter. Okay, warum müsste man hier unten runter? Was ist das für eine eigenartige Tür und was ist das wieder für ein komischer Gang? Naja, das fragt man sich. Und man sieht es jetzt. Here she is. Finally. Seagirl, I have your precious box. Kill her. Oh Mann, nein! Der blöde Penner hat meinen Meister geplättet. Oh shit, ey.
Benutze nach oben, um Verstecke freizuschalten. Attentate auf Xiaotong Soldaten verüben. Ja, sind ja nicht so viele Soldaten hier, ne? So, die alle sind quasi unser Ziel. Mal gucken, wer sich denn hier... Shit, das kann ich nicht machen. Oh, Mann! Die bewegen sich ja pornös hier. Der eine guckt wenigstens die ganze Zeit nach unten, aber der andere geht mir dann auch noch schwer auf die Nudel. Warte mal. Oh Mann, ich wollte den gleich platt machen. Oh Mann, dann dreht er sich gerade in dem Moment um. Und kommt dann doch wieder zurück. Ich hätte ihn so gerne... Hätte ich mich hier vorgehangen und hätte ich den schön in der Kiste entsorgen können. Naja, jetzt müssen wir gleich nochmal einen Pfeil nehmen, aber da vorne ist ja ein Becken voll mit Ersatzpfeilern. Ich warte mal ein bisschen. Lassen die beiden nochmal rüber. Kann ich da rüber? Ne, kann ich nicht. Okay, schade. Gucken die denn bis hier vorne? Kann der bis da vorne gucken, bis er kommt? Wenn ich ihn hier töten würde, wäre schon okay, ne? Aber warum bewegt er sich jetzt nicht zurück? Hast du dir auch mal anders überlegt, oder was? Okay. Okay, jetzt hat er sich irgendwie dann doch irgendwann mal anders überlegt. Das ist okay, nicht so weit nach vorne fallen. Jawohl. Einen haben wir tot. Den würde ich jetzt auch gerne aufnehmen und hier in der Kiste verstecken. So, wo müssen wir denn weiter? Nehmen wir das hier noch mit. Wie kriege ich die beiden denn tot? Nee, das muss ich gar nicht. Die da vorne gucken auch die ganze Zeit nur runter. Gucken sie wirklich? Ja. Damit könnte ich eigentlich den einen relativ gut töten. Und ich habe ein bisschen Schiss. Dass wenn der sich umdreht, dass dann hier die Party angeht. Zack. Nächster. Hier. Gestorben. 2 von 7. Den können wir machen. Der darf nur nicht nach vorne fallen. So, den können wir dann auch in alter Assassinen-Manier hier direkt verstecken. Müssen wir jetzt echt nur 7 Stück töten, oder ist das unsere Hauptquest? Das wäre okay. Damit könnte ich leben. Zack, den haben wir auch. Der war auch ganz alleine hier. Das spielt uns natürlich in die Karten, dass sie hier alle alleine rumrennen. Das ist natürlich optimal. Oh, das war knapp. Das hätte uns auch hier den Genick brechen können. So, jetzt brauchen wir noch den hier, bevor der hier auch noch auf die Idee kommt, hier runter zu gucken. Zack. 5 von 7. Also müssen wir im Endeffekt alle töten, oder was? Oh Mann, natürlich die schwersten beiden habe ich mir für den Schluss aufgehoben, oder was? Aber ich glaube, der eine läuft ja bis hier vorne, ne? Das wäre super. Nein, läuft er nicht. Natürlich nicht. Oh Mann. Aber wir hätten ja noch einen Lärmpfeil. Kann ich... Puh. Ah, das ist wichtig. Lärmpfeil für dich. Ah. Für den einen nur, bitte. Geh weg. Geh weg, du steh... Oh. Oh nein, jetzt habe ich es mir damit verkackt. Willst du mich verarschen? Oh Mann, das war so perfekt. Oh! Oh, mit meinem einen Lärmpfeil. Ah, dann musst du da vorne natürlich nach rechts und links gucken. Oh, was ein Pech, ey. So schön gemacht, alles. Oh Mann, ey. Das war eigentlich doch richtig schön gemacht. Und dann muss der blöde kleine Mongo, weil ich den verwirrt habe,
ich dann noch in die Ecke gucken? Ja, bitte da in die Ecke gucken, ja. Jetzt können wir zumindest sagen, jo, Junge, komm her. Die anderen waren ja alle kein Problem, ne? Aber die zwei Homies da vorne, die zwei Bros. Ja, der bewegt sich irgendwie nicht, solange man nicht aus dem Bereich ist. Warum auch immer. Oder vielleicht wartet der auch einfach ultra krass ewig. Lalo, ich singe so lum. Und hab nichts zu tun. Ah, jetzt bewegt er sich. Zack. Bevor er da in den Bereich kommt, haben wir unseren ersten... Ja, erstmal direkt wieder hinschmeißen. Haben wir unseren ersten Soldaten. Oh, der hier war eigentlich auch machbar. Wenn er sich nicht direkt umdrehen würde, die Sau. Ah, lauf nochmal ein Stück. Hier unter der Decke hängen, da ist schon... Die Decken sind alle sehr niedrig. Das ist echt ein großes Risiko. Wenn er sich jetzt rumdreht, dann sieht er dich halt. Außer du klebst wirklich an der Decke. Ah, das Risiko ist mir irgendwie ein bisschen zu groß. Dann machen wir die mal jetzt so. Zack, zack, zack. Kann er sich noch in Ruhe umdrehen, bevor wir ihn töten. So, den konnten wir auch super easy töten. Und hier wieder verstecken. Ja, wir müssten ihn nicht verstecken. Leute, ich weiß. Aber ich finde, das hat irgendwie Style. Oh. Das hat hier irgendwie nicht so richtig geklappt. Wegen der Ecke. Ah, hier cool. Kann man sich auch noch verstecken hinter. Sehr gut. So, haben wir den auch. Der andere kann nur bis da gucken. Der andere guckt jetzt hier runter. Und hätte uns fast gesehen. So, jetzt aber. Noch zwei da oben übrig. Die beiden Bobbys. Oh Mann, ey. Ich überleg grad schon, wie ich mir das denn jetzt hier vernünftig mache. Das war, ey, eigentlich war das voll gut. Mann! Na, vielleicht verwirre ich sie einfach auch beide und metzel den einen nieder und dann den anderen. Oh, Kackjes. Ja, komm, dreh dich um. Zack. Zack. Schatten. Schattengold? Wir haben wirklich Schattengold bekommen dafür. Hammerfett! Sifu, I'm sorry. I was too slow. I should have reached you sooner. I could have stopped Zhang Yong. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Oh ja, das hätte sie machen können. Und damit haben wir noch ein Schattengold bekommen. Nochmal gut an Punkten zugelegt. Aber leider kein Stilbonus bekommen. Das ist ja schade. Aber trotzdem haben wir schnellere Schlossknacken und einen erweiterten Helixbalken bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Leider ein bisschen inkonsequent hier. Dadurch, dass wir einmal Krieger hatten. Das war blöde. Da war ich blöde. Aber naja, gut. Ach, das meinen die mit Schlossknacken. Ah, die Bretter wegnehmen. I was born into captivity, one of many concubines. When the Brotherhood came for us, I saw freedom. I saw a future. Now it is up to me to offer hope for those who see none. When Zhang Yong and Chu Chu are dead, when I have the box, I will deliver that. Now my journey has come full circle. My past has returned to aid my future. My old friend, once a concubine like me, is now empress, and she's risking her life to help me. She knows where to find Zhang Yong, but I fear she and the concubines are in grave danger. If the Templars suspect they are helping me, they will kill them in the blink of an eye. Oh je. Wir haben wohl doch hochrangige Freunde, das freut mich. Durch unseren Background. Shao Jun ist an ihren Geburtsort zurückgekehrt in die verbotene Stadt. Die Kaiserin, eine alte Freundin von Shao Jun. Naja,
Mensch. Aus ihrer Zeit als Konkubine hat sie um ein Treffen gebeten. Shoujun muss in die Festung der Tiger eindringen, die Stadt durchqueren und durch die Gärten hindurch die Spitze des Turms erreichen, um ihre alte Freundin wiederzusehen. Okay. Wir bekommen wieder einen erweiterten Helix-Balken, verbesserte Gesundheit und schnellere Gesundheitsregeneration. Und müssen natürlich ein paar Konkubinen retten. Was sonst? Oh shit, da sind wir runtergefallen. Ma. Starten ins Level mit einem schönen Sprung. Und direkt ganz viele Gegner. Da können wir hier runter. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Der guckt sich ja gar nicht um. Was haben wir schon mal hier? Ich würde sagen, das war erfolgreich. Außer der kann jetzt bis hierhin gucken, ey. Dann hätte ich aber echt die Krise gekriegt. Alter Vater, ey. Dann hätte ich aber echt die Krise gekriegt. Somit haben wir auch das hier im Schattengold gelöst. Sehr gut. Mit einem einzigen Knallfrosch konnten wir das Ganze entschärfen. Was guckst du denn so blöd hier die ganze Zeit runter? Müssen wir hier unten etwa weiter? Da ist ein Helix, da unten ist ein... Ach, irgendwie die Helix? Nee, komm. Ja. Muss Prioritäten setzen, ne? Genau. Priorität heißt nämlich, den hier töten. Bam. Und hier schön außenrum weiter. Dann können wir hier ganz gemütlich und entspannt wieder synchronisieren. Haben Assassinengold. Ja gut, wegen dem einen blöden Kill. Mensch. Nee, da hinten geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter und hier haben wir auch direkt die ersten Gegner, die uns wieder auf den Keks gehen wollen. Mit einem Schild. Der dreht sich nur um. Der bleibt leider nicht dauerhaft gedreht. Das finde ich schade. Der patrouilliert vor allem auch nicht. Was ist das denn für Mist? Da war tricky. Da war tricky. Was müssen wir hier? Hä, wie machen wir das denn? Hab ich jetzt so ein bisschen Schiss. Ja, ich glaube, da müssen wir... Oh nein! Oh, nach dem Sprung. Da war unser Helix aus. Shit! Oh Mann. Das war böse. Mit dem Helix hat eigentlich super geklappt. Nur nach dem Helix darf man sich nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen Arsch. Und war aber schon ganz gut, dass wir bis da vorne uns vorgeschlichen haben. Oh, shit. War knapp. Aber wir müssen es halt vorschleichen, weil unser Helix nicht so krass aufgeladen ist, wie ich das gerne hätte. Müssen zumindest bis hier vorne zur Ecke. So, bis hierhin kommen wir. Dann können wir bis hier. Okay. Dann sind wir bis hier, dann dreht er sich wieder um. Schön. Unser Helix ist natürlich leer. Sonst, den töten wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ja Schattengold bekommen, da kriegen wir wieder mehr Pünktchen. Also aber nur so schnell hier hoch, dass er nicht beim Umdrehen uns noch hier sieht. Genau. So, mal was sehen mit Schattengold. Was ist denn hier unten? Da ist eine Konkubine. Oh, ich dachte gerade, er guckt jetzt hier durch. Führe ein Attentat auf die Wache und befreie die Konkubine. Diese Konkubinen sind in danger. Ich muss die Gäste schützen, um sie zu schützen. Gib den Mädchen eine Chance, hier rauszukommen. Na super, das heißt, wir dürfen auch keinen Alarm auslösen, weil dann nämlich die Konkubine stirbt. Sehr schön. Die beiden quatschen. Ja, jetzt aber schon nicht mehr.
Dann rät sich einmal rum. Die beiden gehen weiter. Ich denke mal, ich muss hier aus dem Fenster raus. Und das. Wenn die beiden quatschen. Ich könnte ihn natürlich auch erledigen. Aber irgendwie hat das keinen Charme. Bei denen da unten muss ich eh erledigen. Oh, ist der eine echt so böse? So patrouilliert. Ach, der patrouilliert bis komplett hinten. Das ist gut. Komme ich hier denn runter? Okay, ich komme hier gar nicht runter. Oh Mann, nein. Oh, jetzt ernsthaft? Ich muss doch einmal komplett rum. Okay, das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt, dass wir hier vorne runter können, aber wir müssen einmal komplett bis zum Ende hier. Dann rum. Dann den einen Arsch noch umgehen. Aber das ist natürlich tricky. Muss man hier raus. Dann hier rum. Oh, das war knapp. Komme ich aber hier immer noch nicht weiter. Wie komme ich denn dann? Achso, dann muss ich bis zum Ende sprinten, mich unter die Decke hangeln. Und dann warten, bis der andere weg ist. Oh. Ist aber mühselig. Man könnte auch einfach alle töten. Aber töten ist natürlich immer der einfache Weg. Die können ja auch nichts dafür, dass der böse, böse Meister so ein Penner ist. So, damit müssten wir hier in die. Also eigentlich hatte ich unter die Decke hängen angeklickt. Aber das wollte er nicht. Das wollte er irgendwie nicht. Ich glaube, den hier töte ich. Ich muss irgendwie den da hinten eh töten, um die Alte zu befreien. Und das macht irgendwie. Das Ganze ein bisschen einfacher. Das macht das. Der immer mit seinen Moves, ey. Zack. Durch den Vorhang haben wir die Konkubine gerettet. Hallo. Mensch. Komm, schnell. Schnell. Ah, sie verschwindet einfach. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Einfach weg. So würde ich das auch gern machen. Einfach dann. Dem ich einen erledigt habe, einfach weg. Achso, wir können nach vorne weiter. Hier drüber. Assassin Gold! Sehr schön. Wen haben wir denn da? Was ist das denn für einer? Das ist ein Dicker. Ein dicker Dicker. Oh, das bietet sich ja fast schon an für ein Attentat. Dann nehmen wir den mit und schmeißen den einfach hier hinter. Naja, oder davor. Was ist er denn für einer? Finde ich aber gar nicht so cool. Den finde ich echt nicht so cool. Kann man den irgendwie nicht töten? Das sieht aus wie ein Samurai. Kann es sein, dass man ihn nicht töten kann? Weil er einfach zu unball ist. Wir haben leider auch kein Helix. Na doch, man kann die töten. Oh no. Ach Mensch, haben wir einen Alarm drin. Toll, das wartet jetzt hier schon für den Abschnitt. Ach, scheiße. Ja, ich würde sagen, Krieger Bronze. Mist. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich da noch überlegt. Ach komm, dann tötest du dich einfach. Und dann ist gut. Aber leider hat das Spiel uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und naja, Mensch. Haben wir den Abschnitt halt mal versaut. Ach ja. Und wenn es am schönsten ist oder am schlechtesten, dann sollte man aufhören. Wir machen dann in der nächsten Folge hier einfach weiter. An dem Abschnitt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute.
wir sehen uns dann nicht nächste Woche, aber morgen wieder, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaltet doch einfach wieder ein bei Assassin's Creed China. Bis dahin. Tschüss.